Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hyperaktivbox von 8.4. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch den Link zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hyperaktiv von 8.4. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Bevor wir die Folie abmachen, schauen wir uns noch kurz diesen Sticker hier an. Und zwar haben wir auf diesem Sticker hier den Boxinhalt aufgelistet. Limitierte Fanbox, Album, Bonus-EP, inklusive Instrumentals, A-Cappellas, Grinder, Papers, Poster, Sticker, Anti-Stressball und Feuerzeug. Ja, das ist echt einiges an Inhalt. Wir werden die Folie mal entfernen, um uns das Ganze dann mal genauer anzusehen. So. Folie ab. Okay, also, wie wir jetzt sehen, bleibt dieser Sticker erhalten. Ich dachte ursprünglich, der wäre auf der Folie. Egal, jetzt haben wir nach wie vor hier drauf. Wir haben hier einmal das Boxcover. Auf diesem können wir unschwer erkennen, dass der Interpret direkt hier abgebildet ist. Also 8.4 sieht uns hier frontal an. Wir sehen seine tätowierten Arme, seine schicke Rolex, den Albumtitel Hyperaktiv. Wobei das ja so spiegelverkehrt ist, also das Hyper nach links läuft und dann aktiv nach rechts. Dann haben wir hier das Logo, den Zahlencode von 8.4, einmal diese liegende 8, wie so ein Unendlichkeitszeichen und dann die vier einzelnen Striche. Das haben wir dann hier auch nochmal in so einer Hochglanzoptik, ich hoffe man kann das hier halbwegs erkennen im Licht, den Sticker, oben dann auch nochmal hyperaktiv in diesem Glanzdruck. Hier haben wir auch wieder 8.4, diesen Zahlencode, dann das 8.4 Logo, das klassische, das alte, die zwei Fäuste. Hier wieder 8.4 und auf der linken Seite auch nochmal. Inklusive steuerfrei Money, 8.4 Fäusten und Walk This Way Records plus Barcode. Auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal 8.4 abgebildet, hinter einem Zaun. Sieht so ein bisschen nach Pirat aus, das Auge hier genau verdeckt. Und auch hier nochmal im Glanzdruck 8.4 zu sehen. Also schöne Detailarbeit hier beim Boxdesign. Und hier unten haben wir noch die Credits und das war's soweit. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal den Anti-Stress-Ball. Da dürfte wohl der Grinder drin sein. Papes, ein Clipper-Feuerzeug. Das Album an sich. Die Bonus-EP mit den Instrumentals bzw. A-Cappellas. Zwei Sticker. Drei Sticker und ein Poster. Von innen die Box, glatt schwarz. Packen wir mal zur Seite. Und nachdem hier wirklich nur die Tonträger und dieser Anti-Stress-Ball in Folie sind, schauen wir uns das gleich mal an. Den Rest können wir dabei zur Seite legen. Und somit kommen wir gleich zur Musik. So, einmal das Album und natürlich die EP. So, auf der EP Taimo auch mit abgebildet. Ist ja eine Collabo-EP, mehr oder weniger. So, aber wir starten immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Hyperaktiv lesen wir oben. Dann hier wieder der Zahlencode 8.4. Und genau dieser ist auch hier abgebildet. Allerdings von links. Also nicht so, sondern so. Sieht etwas befremdlich aus. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit dieser Frisur nicht allzu viel anfange. Wenn er die Haare zusammenbindet, okay. Aber ansonsten bin ich generell nicht so der Fan von den langen Haaren. Sieht etwas, ja, durchgeknallt aus, aber passt ja auch zum Albumtitel Hyperaktiv. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Es ist das 7. Soloalbum von 8.4. Hier auf der Seite haben wir dann noch so eine Zaun, so eine Maschendraht-Zaunoptik. Hier lesen wir dann noch Hyperaktiv. Und auf der Rückseite kommen wir dann zur Tracklist. 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features mit dabei von Kool Savage, Schulter, Taimo, Stanley, Oleg Sesh, MC Bomber, Taimo und Nate 57. Also einige wunderbare Features dabei, die Credits und ein Barcode plus dieses Foto hinter dem Zaun, das wir schon vom Box
Cover, von der Rückseite des Covers scannen. Dann kommen wir mal zum Booklet. Wir haben hier weitere Aufnahmen von Achti. So sieht das aus. Ja, in bester Sensenmann-Optik. Supreme Geldpistole 8-4. Dann hier im besten Crocodile Dundee Look. Mit dem fetten Messer. Jawohl. So sieht das aus. 8-4 und Gang. Hier hinten erkennen wir unter anderem Taimo, aber auch Stanley. Und dann haben wir noch aufgeschlüsselt die Credits zum Album. Sind sehr klein gedruckt. Ich hoffe, man kann das hier ungefähr erkennen. Jawohl. Gut. So viel dazu. Dann kommen wir zum Album, zur CD. Sieht so aus, in Schwarz und Silber gehalten. Auf der Rückseite wieder die Herrschaften, die wir auch schon aus dem Booklet kennen. Dann haben wir die Bonus-EP, die TNT-2-EP. TNT wegen Taimo und ja, mehr oder weniger Timo oder Timo und Timo. Ist ja der bürgerliche Name von 8-4. Also TNT 8-4X Taimo lesen wir hier. Darunter steuerfrei Money, auch wieder in diesem Glanzdruck. Von der Seite sieht das so aus. Wir lesen hier Bonus-EP, Instrumentals und A Cappellas. Das Ganze kommt hier in einem Digipack. Und auf der Rückseite haben wir auch wieder Hyperarchiv-Glanzdruck plus die Tracklist zu TNT 2. Also wir haben hier 6 Tracks an der Zahl. Allesamt natürlich Collabo-Tracks von Taimo und 8-4. Und wir haben hier noch die Infos, wer die Beats beigesteuert hat. Also hier in Klammer die Produzenten angeführt plus Instrumentals plus A Cappella. So, dann schauen wir mal hinein. Und genauso stellt man sich das vor. Also wir haben hier ganz links die Bonus-EP untergebracht, dann in der Mitte die Instrumentals und auf der rechten Seite dann die A Cappellas zum Album. Also, so muss das sein. Würde ich mir generell häufiger wünschen, dass man sowas verwendet, anstatt dieser unsäglichen Papphüllen. Wir haben hier einmal die Bonus-EP. Die ist hier untergebracht. Dann haben wir die CD Nummer 2 in dieser Hülle. Und zwar ist das die Instrumental-CD zum Album Hyperaktiv. Und auf der rechten Seite, also in Fach Nummer 3, haben wir dann auch CD Nummer 3. Und das ist dann Hyperaktiv in der A Cappella-Variante. Genauso muss das sein. 3 CDs, die hier nicht irgendwie rumfliegen in Papphüllen, sondern hier wunderbar aufbewahrt sind. Hyperaktiv Instrumentals A Cappellas. Ja, und das findet dann auch gut Platz im Regal und macht auch was her. Sehr schön, gefällt mir gut. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Und es ist so ein Split-Poster, zumindest die erste Seite. Wir haben hier die Aufnahmen, die wir schon aus dem Booklet kennen. Also ganz oben lesen wir wieder Hyperaktiv. Und dann haben wir hier die einzelnen Aufnahmen. Einmal hier mit mehr oder weniger Zwangsjacke. Dann eben wieder dieser Crocodile Dundee Look. Dann die Jungs hinter dem Maschendraht. Geldpistole, Sensenmann und vor der zerkratzten Wand. Auf der Rückseite haben wir dann noch einmal im Hochformat Fizzle in diesem Crocodile Dundee Look, hier mit der Weste, der fetten Machete und dem klassischen Hut, so wie man das kennt. Gibt es auch ein oder zwei Zeilen auf dem Album. Ich glaube, das war eh auf, wenn nicht sogar, wie hieß der Track nochmal? ADHS. Ich glaube, auf ADHS war irgendeine Line mit Crocodile Dundee. Dann haben wir einen Anti-Stress-Ball, passend zum Thema Hyperaktivität. Made in China lesen wir hier. Und das Ganze ist dann so ein weiß-hellgrauer Ball. Hyperaktiv hier eingeprägt. Ja, und den kann man dann hier entsprechend kneten, um die Ruhe zu bewahren, um nicht aus der Haut zu fahren. Wie man es von 8-4 kennt, hat man auch Material zum Rauchen mit dabei. Also einmal ein Feuerzeug mit 8-4 und Hyperaktiv gebrandet, ein Clipper-Feuerzeug. Ich gehe mal davon aus, dass es auch schon gefüllt ist, jawohl. Dann haben wir einmal die Papes
plus Filtertipps. Also hier die Filtertipps und hier die Papes. Und passend dazu, beziehungsweise in Kombination dazu gedacht, haben wir dann, jetzt rollt hier der Stressball durch die Gegend, machen wir ihn hier mal fest. So, und passend dazu haben wir dann noch, auch wenn es gerade nicht aufgeht, einen Grinder mit dabei. Also, der Grinder ist in schwarz gehalten. Hier oben diese Spirale 84 Logo. Rückseite glatt schwarz. Generell in diesem Hochglanz-Look gehalten. Metallgrinder. So sieht das dann von unten aus. Hier haben wir dann noch so eine kleine Spachtel mit dabei. Ja, was ihr damit anfangt, das liegt natürlich bei euch. Packen wir mal wieder in den Karton. Folie kann weg. Und zum Abschluss haben wir dann noch drei Sticker mit dabei. Und zwar haben wir einmal diesen riesengroßen Hyperaktiv-Sticker. So sieht das aus. Also 84 Fäuste darunter hyperaktiv zu lesen. Plus Steuerfrei Money Logo-Sticker in Rot und Weiß kreisförmig. Sowie diesen hier quadratisch nochmal mit Label, Artist und Albumtitel. Jawohl. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigten drei Sticker. Einmal kreisrund, einmal quadratisch, einmal rechteckig. Dann der Grinder in diesem Karton. Der Anti-Stress-Ball zum Kneten für euch. Die Papes plus Filtertipps sowie dieses Feuerzeug und natürlich jede Menge Musik. Einmal die TNT 2 EP von Taimo und 84 mit 6 Tracks, die A Cappellas sowie die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich mit 15 Tracks. Jede Menge Musik plus natürlich das Poster beidseitig bedruckt. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Hyperaktiv von 84. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 84 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.